Hallo und herzlich willkommen bei Wotaru. Freut mich, dass ihr mein Video eingeschaltet habt. Danke dafür. Heute möchte ich euch ein Review zum Asus ROG Flow X13 2023 geben. Ja, dieses Gerät ist der kleine Bruder, die große Schwester, je nachdem, wie man es sehen möchte, des Flow Z13. Es ist im Prinzip die auf AMD statt auf Intel basierende Variante im Notebook-Design, natürlich ein X360 Notebook. Und das Z13 ist halt ein Tablet-Computer. Ich habe jetzt mittlerweile beide Geräte. Ja, kostentechnisch war das jetzt nicht so schlau, weil mir das Z13 leider an einige Grenzen gelaufen ist. Aber was mich an beiden Geräten sehr positiv im Vergleich zu dem anderen Gerät und auch negativ überrascht, schockiert hat, je nachdem. Das werdet ihr in einem separaten Video, das zu einem späteren Zeitpunkt kommen wird, von mir hören. Jetzt aber erstmal zum Unboxing und zu diesem Gerät. Im großen Karton, ähnlich wie auch beim Z13, befindet sich der kleinere Karton, wo das Hauptgerät drin ist, ein Mini-Karton in länglichem Format, wo sich das Netzteil drin befindet, und dieses hier ist die Tasche, die dabei ist. Ich habe das Gerät direkt von der Asus-Webseite bezogen, somit mit ein paar Gimmicks im Vergleich zu, wenn man es bei Mediamarkt und Ähnlichem kauft. In der Tasche befindet sich, genau wie beim Z13, noch eine kleinere Tasche, wo man die XG Mobile unterbringen kann. Aber ich brauche halt nur eine Tasche und deshalb habe ich hier die Sache hauptsächlich original verpackt gelassen. Ich habe diese Sachen nur ausgepackt für das Unboxing. Auf dem nächsten Bild seht ihr den Inhalt des länglichen Kartons einmal. Das ist dieses Netzteil. Es ist ebenfalls ein 130 Watt USB-C Netzteil mit 20 Volt 6,5 Ampere, das im Power Delivery 3.0 Plus Standard funkt. Ich nenne es jetzt mal 3.0, weil die Standardspezifikation halt nur 20 Volt 5 Ampere ist. Mehr ist in dem länglichen Karton nicht drin. Nur das Stromstecker, also das Netzsteckerkabel und das Netzteil selber. Hier sieht man den Deckel und ihr werdet auch sehen, oh, die Farbe hat sich verändert. Ja, denn im Gegensatz zum Z13 befindet sich auf der Oberfläche des X13 eine Art Hologrammdesign. Mega schön. Im Hauptkarton lächelt uns erstmal klassisch mit diesem, ich nenne es jetzt mal Aluminium-Sticker-Aufkleber, das X13, Entschuldigung, X13 schon an, mit so ein paar Kernfeatures, die im Prinzip recht ähnlich sind zu seinem Konkurrenten, also seinem Bruder oder seiner Schwester, die ja ein Tablet ist. Unter dem X13 befindet sich dann in dieser abgetrennten Bereich, das sieht man leider schlecht auf dem Foto und weil ich Horst halt den Stift direkt drüber gelegt habe, in einer etwas kleineren Tasche der Stift. Also das ist so eine Abtrennung hier, das ist ein Pappeinsatz. Und im großen Bereich, was komplette Platzverschwendung ist und wo ich mir immer noch ein paar Aufkleber wünsche, Asus, wie wäre es mal mit schönen Aufklebern, so wie früher? Zu teuer? 2 Euro, zu viel? Ja, war klar. Beziehungsweise könnte man hier auch das Netzteil noch mit unterbringen, weil hier ist wirklich nur diese drei Pappsachen. Das Pappkärtchen, das Handbuch. Was eigentlich das ist ein Notebook und man notebookt mit einem Notebook und das kann auch computern, weil es ein Computer ist. Und halt diese übliche Garantienachweis, das bla bla, das kennt man alles. Im Endeffekt kommt es nicht drauf an, was hier drin steht, sondern wie gut und kulant der Support ist, sollte man mal was haben. Die technischen Details. Das Gerät ist ausgestattet mit einem Ryzen 9 7940 HS. Der hat 8 Kerne, 16 Threads und kein Hybrid-Design. Das heißt, wir haben hier 8 Performance-Kerne, die bis zu 5,2 GHz im Single-Core-Boost schaffen. Den All-Core-Boost, der schwankt halt, je nach Stromverbrauch, aber liegt bei über 4 GHz. Im Vergleich könnte man sagen, ziemlich gleichwertiger Beschiss zum i9. Weil das ist eigentlich in meinen Augen auch nur ein etwas höher taktender, mit Mühe mehr Strom ausgestatteter Ryzen 7 Mobile. Ja, vielleicht, ich habe jetzt leider die Werte nicht im Kopf, unterscheidet sich noch die iGPU. Da sage ich gleich noch was zu, welche das ist. Dann haben wir 32 GB verlöteten LPDDR5 Speicher.
diesmal mit 6400 MHz oder Megatransfers. Dieser wird bei Benchmark-Tests aber mit der Hälfte der Geschwindigkeit angezeigt, je nach Programm sogar nur mit 1600 Megahertz. Das liegt einfach an der Quad-Channel-Verlötung. Er verhält sich aber gleichwertig mit Dual-Channel, weil auch die CPU, genau wie in einem anderen Gerät, halt nur Dual-Channel kann. Wie da Quad-Channel funktioniert, das müsste uns AMD mal erklären, wie das geht. Aber naja, er ist schnell, er ist zuverlässig und er ist größer. Und das war so der Haupt-Game-Changer. 16 GB reichten leider nicht mehr aus bei vielen Applikationen, auch jetzt hier beim Videoschneiden nicht mehr. Da bin ich hart an die Grenzen gekommen. Dann haben wir eine verbaute RTX 4070 Laptop mit einem Powerlimit von 45 plus 15 Watt. Die 15 Watt sind der Dynamic Boost, also insgesamt 60 Watt. Ist für die Karte, genau wie in dem anderen Gerät, meines Erachtens nach zu wenig. Sowohl eine 4060 als auch eine 4070 Laptop sollten mindestens 115 Watt inklusive 15 oder am besten plus Dynamic Boost noch besitzen, so wie es gibt ja auch Geräte mit 115 plus 25 Watt. Die können dann auch die Performance dieser Chips ausnutzen. In diesem kleinen, schmalen Gerät mit der begrenzten Kühlung ist sie durchaus okay. Sie ist sehr potent, weil sie auch mehr Rechenkerne hat, besonders bei KI-Berechnungen und Ähnlichem oder den Filtern, die gerade laufen, ist sie absolut geil. Aber zockenmäßig wird sie immer hinter einem anderen Laptop, der mehr Power hat, bleiben. Dann besitzt das Gerät, das habe ich jetzt nicht aus Platzgründen dazu geschrieben, noch eine iGPU. Das ist eine Radeon 780 Mobile und die ist richtig krass. Also die APU-Version, also boah, ich muss echt sagen, Intel kann gut Effizienz und auch Performance, aber AMD, boah, auch wenn ich ein Fanboy bin, ich entschuldige mich dafür, dass das hier vielleicht ein bisschen zu positiv gleich rüberkommt, aber ich bin einfach geflasht gewesen, wie viel Power doch diese iGPU hat und das bei dem Stromverbrauch. Dann haben wir noch eine 1 TB große NVMe SSD Generation 4 mit 4 Lanes angebunden, also Full Speed. Und im 2230er Bauformat, das kennen wir ja schon aus dem Z13 und Geräten wie dem Steam Deck und ähnlichem. Ich weiß nicht, also mit ein bisschen Aufklebern, meines Erachtens nach hätte in das Gerät, das zeige ich euch aber noch, eine 80er reingepasst. Dann wäre es auch noch einfacher mit dem Aufrüsten gewesen. Display ist ein 500 Nits helles, also maximal 500 Nits helles. QHD Plus Display mit 165 Hz FreeSync und G-Sync Unterstützung. Ja, sowohl der AMD-Treiber als auch der Nvidia-Treiber können die 175 Hz benutzen, 165 Hz natürlich benutzen. Das ist schon richtig nice. Das ist wirklich richtig nice, besonders wenn man hohe FPS-Raten hat. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, auf dem Display zu zocken. Allerdings empfinde ich es als etwas dunkler als bei seiner Schwester. Dann haben wir das, was ich als Downgrade bezeichnen würde. Wir haben nur noch eine Full HD 1080p Infrarot, Webcam mit Infrarot für Windows Hello. Funktioniert sehr gut. Aber boah, warum musste das denn schon wieder so eine 2-Megapixel-Kamera sein? Da bin ich ein bisschen enttäuscht, Asus. Muss ich echt sagen. Also, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also, weil auch die Qualität deutlich schlechter ist. Weil in dem anderen Gerät, und der Platz wäre gegeben gewesen, ist ja eine 5-Megapixel-Frontkamera verbaut. Aber naja, gut. Der Preisunterschied. Aber dazu sage ich, wenn, was in dem anderen Video. Beide Geräte sind nicht günstig. Zu den Anschlüssen. Wir haben hier den XG Mobile Anschluss, der aus dem USB-C 3.2 Gen 2 10 Gigabit und dem X8 PCI Express Link 3.0 Geschwindigkeit besteht. Mir wurde im letzten Video oder beziehungsweise privat ein Kommentar noch gesagt, ich sollte da noch mal mehr zu sagen. Dieser Anschluss hier oder auch der von der XG Mobile ist nativ eigentlich ein X8-Slot. Das heißt, er ist einer normalen Thunderbolt oder USB 4-Anbindung mit eGPU überlegen, weil er die doppelte Anzahl von Lanes hat.
Außer bei der ROG Ally. Das habe ich jetzt schon von zwei Leuten, die die Ally haben und bei mir mal getestet haben, bestätigt bekommen. Die Ally hat, auch wenn sie diesen länglichen Anschluss hat, aus irgendwelchen Gründen, ich vermute wegen der verbauten APU, nur eine X4-Anbindung. Hier ist der XG Mobile Anschluss eigentlich Unfug, weil er auf Thunderbolt 4 Niveau abgebremst wird. Aber gut. Ich feiere diesen Anschluss und habe deshalb auch kein anderes Laptop von einem anderen Hersteller genommen, weil halt ich habe mobil eine 4070 oder die super effiziente, doch mega potente iGPU mit super langen Akkulaufzeiten und stationär, wie beim Video aufnehmen und schneiden, halt eine 4090 Laptop. Wie geil ist das denn? Und ich möchte jetzt nicht diesen Spruch bringen, Yippie, ich habe Fortnite und Cola, aber in etwa genauso fühlt sich das an. Dann haben wir wieder ein MicroSD UHS Klasse 2 Kartenleser. Ich habe leider nur eine UHS Klasse 1 Karte und diese wird nicht mit voller Power betrieben. Sie kann eigentlich 130 beim Lesen, schafft aber maximal 90 beim Lesen und 80 beim Schreiben. Bleibt somit ungefähr. Ich will es jetzt nicht ausrechnen, weil Mathe gerade nicht funktioniert. Ich sagen wir mal, gerundet bei beiden Werten ungefähr ein Drittel hinter dem, was sie eigentlich können sollte. Da ich keine UAS Klasse 2 Karte habe, würde ich hier auf den Test jetzt mal verlinken von Notebook Check. Die haben recht gute Werte mit dem Card Reader erreicht. Dann haben wir einen vollwertigen HDMI 2.1 Anschluss. Dieser ist auch mit der 4090 direkt verbunden. Bedeutet, wenn man externe Displays anschließt, kommt hier das Signal der 40, schon der 4070 natürlich, Verzeihung, der 4070 raus. Hier ist natürlich die 4090, wenn angeschlossen, Verzeihung. Dann haben wir noch einen 3,5 mm Combo-Anschluss. Hier kann man sowohl Mikrofon als auch Kopfhörer anschließen, also quasi der vierpolige Combo-Anschluss für diese Headsets, die ein großer Kopfhörer mit einem Mikrofon dran sind, aber nur einen Stecker haben. Ist auch ganz praktisch. Dann hier noch zwei Status-LEDs, die ich aber eigentlich nie sehe, weil sie sind ja nicht wirklich im Blickfeld. Auf der anderen Seite haben wir einen USB-Typ A, ebenfalls 3.2 Gen 2, 10 Gigabit-Anschluss, der funktioniert auch gut, und einen USB 4-Anschluss. Dieser kann Bild ausgeben, bis zu 100 Watt laden und ja, ob er 40 Gigabit schnell ist, kann ich leider nicht bestätigen. Ich entschuldige mich dafür, aber ich habe leider kein Gerät, das diese Power ausnutzen soll. Angeblich laut Tests bei YouTube von anderen YouTubern soll er es können. Allerdings ist USB 4 im Gegensatz zu Thunderbolt 4 eher ein Kann als ein Muss-Anschluss. Thunderbolt 4 ist definitiv die höherwertige Schnittstelle, weil sie mehr Spezifikationen und Mindestanforderungen erfüllen muss. Aber wenn man jetzt dieses Gerät ohne eine XG Mobile mit Monitoren ausstattet, da bin ich ein wenig enttäuscht. Sowohl der USB 4 als auch der USB-C hier hinten können zwar beide laden, ja, das ist schon mal sehr gut. Sie können auch ein DisplayPort, also ein Display-Signal ausgeben. Sie sind allerdings beide an die iGPU des Ryzen 9 angebunden. Ihr könnt also, wenn ihr euch ein Energiespar-Setup aufbaut, keine zwei Monitore an die RTX 4070 anschließen. Also schließt bitte, wenn ihr über das Gerät zockt, ohne das Notebook-Display oder nur mit einem Monitor, bitte immer den HDMI-Anschluss benutzen. Da ich keinen FreeSync-Monitor habe, kann ich euch auch nicht bestätigen, ob dieses hier auch FreeSync unterstützt. Angeblich soll dieser Anschluss hier G-Sync, also angeblich sollen die USB-C-Anschlüsse FreeSync bzw. G-Sync unterstützen. Glaube ich aber nicht, weil diese ja explizit an die iGPU und nicht an die 4070 angebunden sind. Hier fehlte mir leider das Test-Equipment. Deshalb muss ich hier sagen, ich vermute, dass dieser Anschluss das kann. Ich kann es aber nicht bestätigen. Es ist eine reine Vermutung. Aber grundsätzlich kann man hier ein 4-Monitor-Setup realisieren, ne?
Monitor 1 mit Ladefunktion oder Monitor 2 mit Ladefunktion, einer muss es ja, müsst ihr irgendwie Strom reinkriegen, und Monitor 3 und dann habt ihr noch das Notebook-Display. Das ist schon auf jeden Fall total geil. Vier Monitore im Endeffekt an einem 13-Zoll-Laptop. Auch absolut genial. Zum Netzteil hatte ich ja schon was gesagt. Hier haben wir die üblichen 130 Watt bei 20 Volt 6,5 Ampere. Diese schalten dann auch den Turbo-Modus frei. So ähnlich wie beim Z13 auch. Ansonsten habt ihr halt nur die Möglichkeiten leise, Windows und Leistung. Wobei Windows und Leistung fast exakt dasselbe ist. Ja, dann möchte ich euch auch mal das wunderschöne Innere des Gerätes präsentieren. Ist einfach geil gemacht. Hier ist die Seite, die meistens zu euch zeigt. Hier ist der XG Mobile Connect. Und hier ist die Festplatte. Und hier sieht man auch, was ich vorhin meinte. Rein theoretisch, also ich bin ja leider kein Hardware-Engineer, wäre es aus meiner Sicht her möglich gewesen, eventuell diesen Anschluss eher hier anzubringen und dann hier drüber eine 60er, eine 80er-Karte zu bauen, weil man hätte sie auch höher bauen können, weil es ist wirklich hier ein relativ dickes Wärmeleitpad, das ich Horst natürlich zerstört habe, weil ich es nicht gesehen habe, drauf, und das ist definitiv hoch genug, um hier rüber zu kommen. Man hätte ja den Anschluss hier und die Komponenten mit diesem Kantonband oder was das ist. Das ist eine Art Isolierer, also elektrischer Isolator, ist dieses Klebeband, was hier drauf klebt. Das hätte man problemlos noch eine 80er unterbringen können. Da das hier ist ja auch nur der Akkuanschluss. Den hätte man auch eventuell noch nach hier setzen können. Ja gut, okay, dann wäre es hier halt ein bisschen im Weg gewesen. Das hier ist noch versiegelt, das habe ich nicht rausgenommen. Das sind die Punkte, wo man den Akku rausschrauben kann. Die bleiben auch, bis der Akku mal kaputt ist, so hier drin. Und was ich auch schön finde, ist, dass man bei dem Gerät das WLAN-Modul austauschen kann. Einige werden jetzt sagen, hä, warum denn das WLAN-Modul? Bist du dumm oder was? Antwort, ja, natürlich. Safe bin ich das. Aber hier könnte ich, wenn ich mit dem MediaTek-Modul Probleme habe, könnte ich, das ist übrigens auch ein Wi-Fi 6E-Modul mit Bluetooth 5.2 oder so, aber alles über 5.1 und kann ich irgendwie nicht mehr unterscheiden. Es funktioniert entweder, es funktioniert nicht. Es tut mir leid. Und könnte zum Beispiel ein Intel-Modul da einbauen, wobei das schon ein bisschen, naja, wäre zu dem AMD. Es funktioniert, also das MediaTek-Modul funktioniert wunderbar. Ich habe damit keine Probleme gehabt bisher. Es ist halt schwieriger, Treiber zu kriegen, aber hey, da kann man ja jemanden fragen, der Ahnung hat. Ich finde es auf jeden Fall super. Theoretisch haben mir einige gesagt, oh, da kann ich doch eine zweite Festplatte einbauen. Nee, nee, nein. Definitiv nope. Muss ich euch den Zahn gleich ziehen. Das ist eine andere Codierung. Das sieht man ja auch hier. Das heißt, eine normale SSD würde hier nicht reinpassen. Hier würde vielleicht eine von den alten SSDs reinpassen, aber die gibt es nicht in diesem kleinen Formfaktor. Das geht also nicht. Hier kann man keine SSD reinbauen. Hierfür gibt es allerdings etwas, was ich nicht teste. Hier kann man angeblich einen Adapter reinstecken und dann kann man hier ein 80er-Modul verbauen. Würde ich jetzt erstmal nicht machen, weil hier steckt aktuell eine 2 TB Western Digital Black drin. Die ist mit die schnellste und ich finde preis-leistungsmäßig die beste. Muss aber jeder entscheiden. Die Lautsprecher hier unten. Da habe ich noch nicht zugesagt, die sind wirklich ein bisschen leise. Die Lautstärke ist okay, wenn das Gerät richtig flach auf dem Tisch steht, dann kriegt es aber ein bisschen wenig Luft. Und der Schall quasi direkt von einer harten Platte wie dem Tisch reflektiert wird. Ansonsten, wenn ihr sie so auf einer weichen Unterlage stehen habt, sie sind schon wirklich deutlich leiser. Aber ja, für ein paar Windows-Töne und ähnliches reicht es aus, wenn ihr zockt, bitte ein Headset benutzen. Hier sieht man auch die beiden Lüfter, dazu möchte ich noch eins sagen. Das hier wird meines Erachtens nach der CPU-Lüfter sein und dies der GPU-Lüfter, auch wenn hier die CPU sitzt. Das hier sind Spannungswandler und hier wird der RAM sitzen von der GPU, also der VRAM. Ne? Ich habe das auch schon mal ohne, ja, gesehen, ohne den Kühler und das ist definitiv die CPU. Einer von den beiden Lüftern, ich weiß jetzt nicht, ob es der hier ist oder der hier, der dreht bis über 9000 Umdrehungen auf.
der andere mit etwas über 7000. Diese sind auch im Desktop-Betrieb regelmäßig aktiv, besonders wenn die CPU Last hat. Aber so im Idle-Betrieb, das heißt bei 4K-Videos gucken oder ähnliches, drehen die so langsam oder sind die so leise bei 3000 bzw. 2800 Umdrehungen, die nimmt man eigentlich nicht wahr. Selbst jetzt bei etwas über 5000 Umdrehungen zum Teil höre ich die Vögel draußen lauter zwitschern als die Lüfter von dem Gerät. Gut. Mehr möchte ich auch jetzt auch euch von meinem Gequatsche für das Innenleben nicht antun. Es tut mir leid. Oder auch nicht. So, jetzt zu den Benchmark-Systemen. Natürlich habe ich auch Benchmarks gemacht. Wir wollen ja wissen, wie leistungsfähig das Gerät ist. Einmal das Flow X13, selbstverständlich mit den bekannten Specs. Ich habe auch nicht die 2 TB-Festplatte benutzt, sondern habe das alles im Originalzustand mit der 1 TB-Festplatte gebenchmarkt. Und da es meinen PC-Chan leider nicht mehr gibt, ich hatte ihn ja verkauft, um Projekt Unvernunft zu finanzieren. Hat unheimlich was gebracht, ne? Wenn man nochmal einen Laptop kauft. Deshalb habe ich den PC meines Vaters benutzt. Der heißt Knecht, weil Rechenknecht, bitte nicht hinterfragen. Einfach bitte nicht hinterfragen. Der hat einen Ryzen 5 5600X. Das ist ein Sechskerner. Aus der fünften Generation logischerweise. Eine RTX 3050. Non-OC drin. 32 GB DDR4 3600. 4 Module. Ja, funktioniert mit Vollbestückung tatsächlich besser mit der fünften Generation als mit 2 Modulen. Allerdings bei hohen Taktraten muss man aufpassen. Meistens ist so bei 3,2 die Grenze. Ein 750 Watt Netzteil ist ein bisschen Overkill für das System und halt eine 2280er NVMe von Samsung mit 512 GB. Das ist quasi das Testsystem gewesen, damit man auch von den Ladezeiten und Ähnliches dieselben Geschwindigkeiten hat und nicht durch irgendetwas grobartig gebremst wird. Allerdings ist das eine Gen 3 SSD und hier ist eine Gen 4 SSD. Deshalb gehe ich nicht auf Ladezeiten und Ähnliches rein, weil diese Karte hier 1,5-mal so schnell ist wie die da. Also das Laptop hat 1,5-mal so viel Übertragungsrate wie der PC, wollte ich damit sagen. Dann waren an alle drei Systeme drei Sachen angeschlossen. Einmal der primäre Monitor, mein 34 Zöller mit 3440x1440 Pixeln mit maximal 60 Hz. Mehr kann der nicht. Da sind auch alle Benchmarks drauf gemacht worden. Dann ein Full HD Monitor. Entsprechend mit ja, meinen 24 Zöller, wo jetzt auch gerade ein paar Sachen drauflaufen, während ich das Video mache. Das Notebook-Display, damit der PC dieselbe Grundlast so ein bisschen hat, also der PC hat übrigens kein drittes Display bekommen. Grund ist, weil ich sonst der 3050 Leistung abgezogen hätte und er hat keine iGPU, aber dieser Prozessor, aber ich lasse beim Notebook immer das Notebook-Display als notfalls Gammel-Display an für irgendwas, Browser laufen etc. Man kennt das ja. Deshalb habe ich es in die Benchmarks mit aufgenommen. Das zieht minimal Strom, darum ist es auch auf 60 Hz begrenzt, von der CPU ab, durch die iGPU. Gut. Als Benchmark-Software habe ich für dieses Review einmal den 3D Mark, die Steam-Version genommen, aber auch alle erweiterten Tests mit reingenommen, die ja, aus meiner Sicht sinnig waren. Ich habe ja die kostenpflichtige. Ihr werdet nicht alle dieser Tests machen können, wenn ihr die kostenlose Version macht. Aber ich habe auch die Tests gemacht, die mit der kostenlosen Version logischerweise möglich ist, sind, damit ihr das auch mal vergleichen könnt. Als Spiele, weil mir auch beim letzten Video gesagt hat, ich soll mal versuchen, mehr Spiele zu testen. Ich habe aber allerdings leider relativ wenig Spiele und spiele auch gerade momentan eher Legacy-Spiele, die man auch auf der iGPU spielen kann. Also habe ich diesmal wieder Hogwarts Legacy, mein forderndstes Spiel, mit reingenommen und als Alternativspiel das Spiel Stray, weil es auch sehr beliebt war. Das ist das mit der Katze. Die Ergebnisse. Hier werde ich ein wenig hoppeln und nicht allzu weit in die Ergebnisse reingehen, damit das Video nicht zu lang wird. Ihr könnt aber gerne pausieren und euch die Werte durchlesen.
Wir haben einmal den Fire Strike Ultra. Das ist natürlich für das System der Overkill, ne? Also das ist eigentlich völlig unrealistisch. Das ist der 4K-Benchmark. Da erreicht die iGPU 2100, also das, wenn das System mit iGPU läuft, Verzeihung, 2174 Punkte mit der RTX 4070, 5371 Punkte und Knecht, also der PC mit dem 6-Kerner und der 3050 erreicht 3855 Punkte. Somit ist der PC mit höherem Stromverbrauch schlechter als das Laptop. Wir dürfen hier eins nicht vergleichen, also eins nicht vergessen. Das Laptop kann sich ja maximal 130 Watt plus minus 10% Netzteileffizienz aus der Steckdose ziehen. Der PC aber viel, viel mehr. Und die Grafikkarte alleine verbraucht schon mehr Strom als der Laptop. Also ist schon relativ genial. TimeSpy Extreme überspringe ich mal. FireStrike Extreme überspringe ich mal und gehe mal zum Ergebnis von FireStrike. Da haben wir 7514 Punkte auf der iGPU. Sind übrigens die Gesamtpunkte, nicht die Grafikpunkte. 21.620 Punkte, was habe ich denn gerade mit dem Lesen? Mit der RTX 4070. Natürlich ist da auch kein DLSS aktiv. Und 14.582 Punkte für den PC. Das ist jetzt nicht schlecht. Und mein Vater zockt mit dem PC auch mäßige Spiele in QHD. Also 2560 mal 1044 Pixel, teilweise auf hohen Details. Also so schlecht ist das System nicht. TimeSpy Extreme möchte ich euch jetzt wieder gönnen. Da haben wir 1507 auf der iGPU, 4362 auf der RTX 4070 und nur 2981 Punkte auf dem PC. Das ist auch wieder ein 4K-Benchmark. Der normale TimeSpy ist da ein bisschen aussagekräftiger mit 3255 Punkten, wenn nur die iGPU, also die Radeon 700 80M läuft, dann 9.354 Punkte für die RTX-Version, also die 4070, und 6.504 Punkte, was auch nicht wirklich schlecht ist für den PC. Dann kommen ein paar Tests, die ein bisschen wild sind. Der Test Wildlife und Wildlife Extreme. Da gehe ich jetzt nur auf die Extreme-Werte ein, weil das sind einfach abartig hohe Zahlen. Das sind eher so Tests auf DirectX 12 für iGPUs in meinen Augen. Da erreichen wir 4654 Punkte für die iGPU, 16.967 Punkte für die RTX 4070 und 12.821 Punkte für den PC. Das sind schon relativ hohe Zahlen. Noch schlimmer wird es dem Test, den ich euch auch vorlesen möchte, Night Raid. Für Wildlife bitte kurz anhalten und selber nachlesen. Bei Night Raid haben wir 24.946 Punkte auf der iGPU. Und das ist definitiv ein Test, der für integrierte Grafikkarten da ist, nicht für dezidierte. Das merkt man jetzt auch, weil wir bekommen 58.779 Punkte mit der RTX 4070. Und meines Erachtens nach, wenn sie das hohe Power Limit fahren könnte von über 100 Watt, aber gibt ja auch das Netzteil schon nicht her, ne? Dann müssten wir hier mindestens bei 80.000 plus liegen. Und das ist dann wirklich schon ein ordentlicher Performance Boost. Und der PC erreicht 44.710 Punkte. Dann haben wir noch Port Royal. Das ist ja der Raytracing-Benchmark, der beliebte. Da haben wir 1328 Punkte für die iGPU. Nicht übel, aber effektiv bedeutet das sehr langsam in Spielen. 5439 Punkte für die RTX 4070 und 3598 Punkte für den PC mit der RTX 3050. Hier könnte man jetzt sagen, wie kann man das jetzt in Spielen einkategorisieren?
Nummer 1 wäre wahrscheinlich bei Full HD 15 bis 25 FPS. Mit der 4070 sind wir so im Konsolenfeeling, 30 plus Bereich. Und der PC, ja, max, ja, eher so knapp unter 30, um die 30 mit Drops. Ist schon, weiß ich nicht, bei den Karten Raytracing für Screenshots, ja. Bei allen dreien, ja, definitiv. Aber zum Zocken, oh, bei der iGPU und dann auch noch wahrscheinlich in der Auflösung von dem Notebook-Display, naja, wenn ihr auf Schmerzen steht, viel Spaß. Nee. Dann haben wir noch einen Test. Solar Bay, das ist auch ein relativ neuer. Was genau der ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein DirectX-12-Benchmark. Da erreichen wir 11.415 Punkte mit der iGPU, 41.751 Punkte, also den Höchstwert wieder, mit der RTX 4070 und diesmal 29.515 Punkte mit dem PC. PC ist wie gesagt nicht schlecht, aber liegt hinter dem Laptop. Speedway ist vermute ich mal ein kombinierter Test. Da erreichen wir die niedrigsten Werte in meinem Benchmark-Marathon, denn nur noch, es bleiben nur noch 417 Punkte für die iGPU, 2251 Punkte für die RTX 4070 in unserem Laptop und 1499 Punkte für die für das System, also den PC mit der RTX 3050. Ja, also der Test sieht halt meines Erachtens nach aus wie eine Kombination aus Raytracing und ähnlich. Und ja, ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall recht langsame, also recht niedrige Punkte. Und auch die FPS waren nicht so heftig. Jetzt vorsichtig, nicht erschlagen lassen. Hier habt ihr nochmal alle Werte. Hier auf dieser Folie, die ist auch definitiv eher für euch zum Lesen. Den oberen Teil, da gehe ich jetzt in diesem Sprechbereich nicht mehr drauf ein. Hier seht ihr auch nochmal die Testergebnisse mit der XG Mobile. Das bedeutet natürlich, wenn man alle Sachen vergleicht, PC, iGPU, RTX 4070 Laptop oder die externe Grafikkarte, natürlich ist die externe Grafikkarte mit großem Abstand bei allen Benchmarks der Sieger. Sollte auch klar sein, ne? Sie hat ein 150 Watt Power Limit, sie hat die meisten Recheneinheiten in allem, sowohl Textur als auch Raytracing, als auch Cooler Core, nee, Cooler Cores. Also ich meine die KI-Berechnungskerne. Entschuldigung, sie ist halt das stärkste System. Aber die CPU-Benchmarks. Denn ich habe herausgefunden, 3D Mark hat jetzt auch einen CPU-Benchmark. Hier gehe ich aber nur auf die wichtigsten Werte ein. Einmal den Test Max Threads. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn euer Prozessor 500 Threads hat, würde das Programm versuchen, 500 Threads auszulasten. Gehe ich nicht davon aus, dass es das schaffen würde bei so viel. Aber sagen wir mal, 32 wären ja realistisch. Das ist ja so der Standard im Desktop mittlerweile langsam. Da erreicht das X13 7815 Punkte und der PC 5523 Punkte. Jetzt werdet ihr sagen, Otaru, das ist total unfair. Das Laptop hat auch zwei Kerne und vier Threads mehr als der PC. Ja, darum sind die Werte auch so unterschiedlich. Ist richtig. Diese sind auch erstaunlicherweise niedriger, wenn man den 16-Thread-Test macht, wobei der PC immer noch nicht genügend Threads hat und das Laptop genau passend. Naja, Messergebnistoleranzen. Darum gehe ich jetzt einfach mal auf den 8-Thread-Test ein, denn das haben beide. Das Laptop hat zumindest 8 Kerne und 16 Threads, also 8 Threads. Somit gehe ich davon aus, dass es auf 4 Kernen läuft. Und der PC hat halt 6 Kerne und 12 Threads, also gehe ich davon aus, dass es auf auch 8 Threads laufen kann. Da haben wir Ergebnisse von 6440 zu 5038. Da sieht man schon, ja, das kann man schon vergleichen. Die nächsten beiden Messergebnisse, 4-Thread und 2-Thread, da langweile ich euch nicht mehr mit, denn die Erklärung finden wir im Single-Thread-Test. Das Laptop erreicht 1019 Punkte und der PC 924. Kleine Einmerkung gerade, weil ich es vergessen habe zu sagen. Das ist der Durchschnitt jeweils aus 5 Benchmark-Durchläufen. Meine arme Stromrechnung. Ich hoffe, ihr dankt es mir zumindest mit dem Like.
Hashtag not nach Likes betteln. Der PC erreicht halt nur 924 Punkte. Das sind ungefähr 10% weniger Single-Core-Leistung. Das liegt an zwei Gründen oder an zwei Sachen. Erstmal hat das Laptop eine neuere Architektur der CPU. Und zweitens, die Taktrate vom Laptop ist höher. Wir haben hier 5,2 GHz gegen 4,8. Das kann alleine durch die Taktrate schon diesen Unterschied bringen. Das heißt, man kann die beiden CPUs nicht direkt vergleichen, da ich leider die Taktraten bei beiden CPUs jetzt nicht so einfach kappen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich stelle euch jetzt so ein, dass ihr beide nur bis 4 GHz taktet. Denn dann könnte ich einen tatsächlichen Test machen. Aber da das Laptop auch energieeffizienter ist, gehen wir einfach mal davon aus, dass das Laptop etwas besser ist. Dann habe ich natürlich mich auch nochmal durch Cinebench gequält für euch. Da haben wir im Cinebench 2024, dem aktuellsten, auch Revision 2, also das neueste, was es gerade gibt, habe ich getestet. 900 zu 647 Punkte im Multicore und 102 zu 95 im Singlecore. Beim eher verbreiteten R23 haben wir 16.630 zu 10.800 und 6 Punkte im Multicore und 1815 zu 1532 im Singlecore. PC-Chan hätte hier besser abgeschnitten, weil PC-Chan 12 Kerner gewesen wäre. Da wäre vielleicht der Singlecore-Wert etwas näher dran gewesen, aber der Multicore-Wert hätte das Laptop vernichtet. Einfach weil physisch 4 Kerne mehr und ja, mehr Stromaufnahme als das Netzteil vom Laptop liefern kann. Dann haben wir noch den R23 gemacht. Da haben wir 6461 zu 4166 im Multicore und 706 zu 599 im Singlecore. Beim Cinebench R15 haben wir 2661 zu 1820 im Multicore und 281 zu 255 im Singlecore. Fazit kann man sagen, die CPU im Laptop ist deutlich stärker mit ihren maximal 65 Watt Kurzzeit- und 60 Watt Langzeit-Power-Limits als ein ungedrosselter Ryzen 5 5600X, der im Schnitt unter Volllast so 75 bis 77 Watt zieht. Fazit: Das Laptop schlägt mal wieder den Desktop, was die Effizienz angeht. Jetzt aber zu dem, was für viele am wichtigsten ist, die Benchmark-Ergebnisse. Und die waren wirklich zum Teil schon recht fies. Ich habe einmal für Hogwarts Legacy natürlich getestet, und zwar den Besenflug. Wir kennen's. Einstellungen wieder Preset hoch, aber abgeändert. Texturen auf Ultra, DLSS komplett aus. Das sind alles native Werte, ohne Upscaling-Technik. Weil wir ja hier auch DLSS 2 versus DLSS 3 versus AMD FSR haben. Das fand ich jetzt nicht so toll, das direkt so zu vergleichen. Die IGPU schafft maximal 14 FPS beim Besenflug, die RTX 4070 52 und der PC doch schon spielbare 45. Und das ist auf 3440 mal 1440 Pixeln nativ mit hohen Details und Ultratexturen. Da ist selbst der Grafikkartenspeicher der 3050 schon ziemlich mit 8 GB am Struggeln gewesen. Positiv überrascht war ich natürlich von der IGPU. Es wurde nicht perfekt ausgelesen, aber diese hat sich tatsächlich über 8 GB RAM gekrallt. Das heißt, wenn ich über IGPU spiele, Hogwarts Legacy, ist der Arbeitsspeicher fast komplett aufgebraucht. Wenn ich die 40, 70 benutze, dann bin ich so bei 20 GB nach einer kurzen Zeit. Das bin ich aber allerdings auch bei der 16 GB VRAM ausgestatteten 4090 der externen. In der Open World, das heißt, wenn ihr so rumlauft und zaubert, erreicht ihr maximal 11 FPS, also hab ich in meinem Test erreicht, 40 FPS mit der 4070 und 33 FPS wieder Konsolenfeeling mit dem PC.
Besenflug ist, wenn man höher fliegt, tatsächlich weniger intensiv von den Details und von der Grafikleistung sowie der CPU-Belastung her, wie wenn man ganz nah über dem Boden fliegt. Deshalb auch die Minimalwerte nochmal jeweils rechts daneben. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, um das Video etwas kürzer zu halten. Jetzt kommt aber Hogsmeade und das hat mich ein bisschen gewundert. Hier erreiche ich maximal 12 FPS auf der iGPU, 44 FPS auf der RTX 4070 und 38 FPS mit dem PC. Das sind mit die Bestwerte. Und Hogsmeade ist wirklich so eine gute Mischung aus CPU und GPU-Last, weil da viele NPCs zum Teil rumlaufen, besonders weil ich ja Population hoch habe und nicht so wie sonst immer auf Mittel. Ne? Ich will ein bisschen Ressourcen sparen. Das hat mich auf jeden Fall schon mal ziemlich gewundert. Und jetzt kommen wir zu etwas, was mir dann so ein bisschen die Benchmark-Ergebnisse durcheinander gebracht hat, und zwar Stray. Hier habe ich 16 FPS, also 14 bis 16 FPS, hier sage ich mal beides, mit der iGPU geschafft. Maximale Details wohlgemerkt, alles auf Maximum. Auch wieder kein Upscaling und ähnliches. Die RTX 4070 hat hier 75 FPS Max und 65 FPS Min geschafft, also 10 FPS Unterschied zwischen Max und Min. Könnte der VRAM gewesen sein, aber der war nicht aufgebraucht. Daumen, da sieht man das Power Limit. Ganz stark das Power Limit. Und jetzt kommt das, was mir so ein bisschen die Benchmark-Ergebnisse durcheinander gebracht hat, denn der PC hat 84 bis 64 FPS geschafft. Das heißt, der PC, also die eigentlich in allen Tests schwächere Grafikkarte, hat hier tatsächlich das Laptop mal geschlagen. Das ist, ja, das hat mich wirklich gewundert, dass hier der PC wirklich mal ein wenig besser war als das Laptop. Ja, darum, die RTX 3050 ist zwar die schwächste RTX-Karte, die ich kenne, aber es ist definitiv keine ultra schlechte Karte. Und das in UWQHD darf man nicht vergessen. Das ist 3440 mal 1440 Pixel. Das ist die Zwischenstufe zwischen 4K. Wir testen hier auf, ich nenne es jetzt mal 4K Lite. Ja, sorry, das ist, der ist schlecht. Ja, ich werde mich danach vergraben gehen nach dem Video, wenn ich es hochgeladen habe. Aber ja, es ist schon bemerkenswert. Also das hat mich wirklich gewundert bei den Benchmarks, dass dort tatsächlich der PC so gut abschneidet. Gut, man muss aber auch bedenken, dass da die Grafikkarte mehr Strom gefressen hat als das gesamte Laptop-System. Vielleicht liegt es daran. Ja, jetzt kommen wir für Asus wahrscheinlich zur bösen Kategorie. Ich habe auch Kritik. Ja. Denn es ist nicht alles Gold, was glänzt, und es schmeckt nicht alles nach Zucker, was nach Zucker riecht. Entschuldigung. Der erste Kritikpunkt, der mir aufgefallen ist beim Flow X13, zumindest bei der Version, die ich bekommen habe, weil ich diese nicht in 2013, sondern in 2024 erworben habe. Auf meinem Gerät ist die BIOS-Version 313 vom 27.07.2013. Auf der offiziellen Website von Asus findet man aber nur BIOS-Version 311. Vom 7.07.2013. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte BIOS-Version? Weil warum ist die 313 nicht veröffentlicht worden? Das kann einen schon so ein bisschen ins Grübeln bringen. Gut, also es läuft super, das Gerät. Also lasse ich alles, wie es ist. Ne? Ihr wisst ja, don't touch a running system, never change anything. Oder auf gut Deutsch, wenn die Kiste läuft, lass es laufen. Finger weg. Nicht dran rumbauen. Leute, die mit Windows 98 aufgewachsen sind, werden wissen, was ich meine. Ja. Kritikpunkt Nummer 2. Das Recovery-Image über die Cloud-Recovery-System. Oh Mann, Leute. Software und Hersteller, ich werde wahnsinnig. Beim Starten von 3D Mark ist mir aufgefallen, dass ich viele Tests gar nicht machen kann,
obwohl die Hardware diese überhaupt grundsätzlich unterstützt. Und ja, das ist auch bei der XG Mobile so gewesen. Das heißt, beim Recovery Image wird erstmal für etwas, was in meinen Augen komplett unnütz ist, ein Teil der Festplatte verbraucht, und zwar 40 Gigabyte. Das ist bei einem Terabyte Speicher schon ordentlich, was da abgezwackt wird. Und zudem sind die Treiber nicht richtig installiert. Selbst wenn man ein Treiber-Update macht und wenn man nicht aufpasst bei Windows, dann ja, landet man im abgesicherten Modus und kommt da nicht mehr weg, weil Windows 11 irgendwas geändert hat. Windows möchte nicht mehr, dass wir normal in den abgesicherten Modus gehen. Das heißt, auch Driver Display Uninstaller ging nicht. Und wenn Vulkan Support, also eine Schnittstelle für moderne 3D-Anwendungen, die wirklich Performance aus allem rausholt, überhaupt nicht funktioniert und somit auch ein Großteil der DirectX 12 Benchmarks gar nicht erst geht. Also, boah, nee, sorry, aber ganz, 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 ganz schlechter Tobak. Der nächste Kritikpunkt ist die Neuinstallation. Das heißt, wenn ihr einen Stick nehmt, so wie ich das bei der 2 TB Festplatte gemacht habe, und ihr möchtet einfach ein Windows 11 drauf installieren mit Stick und alles ist super und nee, es ist eben nicht alles super und toll. Ihr müsst, wenn ihr das Gerät neu aufsetzt, quasi die Recovery Image oder Urinstallation haben und dort liegt ein Ordner mit Treibern auf C, was auch wieder 12 GB Festplattenspeicher frisst für nichts und wieder nichts. Das ist ein bisschen viel. Wir sind jetzt bei über 50 GB nicht nutzbaren Speicher so gesehen. Dann könnt ihr, wenn ihr die Armor Create Software installiert, die Energiesparpläne nicht steuern. Denselben Bug hatte ich auch, als ich kurzzeitig das X16 hatte. Genau denselben, und das ist die Intel-Version. Ihr müsst dann erst die aus dem Ordner Apps Armor Create installieren. Kann ich eventuell auch nochmal in einem separaten Video zeigen, wie der Trick funktioniert, wenn das wirklich gewünscht wird. Bitte in die Kommentare schreiben. Dann versuche ich das einzuplanen und mache ein Video dazu. Also ihr müsst erst quasi die alten Treiber installieren. Da ist dann die Armory Create nicht drauf. Die werden auch benötigt, um zum Beispiel den G-Helper zu benutzen. Und dann funktioniert das mit den Energiesparplänen. Jetzt werden einige sagen, was interessiert mich der Energiesparplan, Hotaru? Der interessiert dich, weil du stellst ja ein, unter anderem, dass das Notebook zum Beispiel eine Stunde, nach einer Stunde das Display im Akkumodus, nach 5 Stunden im Power-Modus ausgeschaltet werden soll, im Strommodus soll das Gerät sich gar nicht herunterfahren und nach 2 Stunden im Akkumodus, wenn ich nichts gemacht habe oder es vergessen habe, soll es sich bitte ausschalten, damit es auch in der Tasche nicht komplett verbrennt. Ne? Heatbox-Effekt, Heatback-Effekt. Man packt das Ding ein, es ist noch nicht ganz runtergefahren, es backt ein bisschen und dann, naja, läuft der Rechner noch. Oder man hat ihn nur zugeklappt, aber nicht ausgeschaltet. Man kennt das halt. Das ist ziemlich nervig. Die Software, also ich habe sehr viel Probleme mit der Armor Create Software gehabt. Punkt Nummer 2, was aber zu erwarten war bei dem Formfaktor und bei dem hohen Powerlimit, weil wir haben hier 60 Watt auf der CPU und nochmal bis zu maximal 60 Watt auf der GPU. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber im Desktop-Modus, im Turbo-Modus sollten beide Geräte in Kombination so ungefähr 90 Watt sich abziehen. Und das bei der Kühlung, die ihr vorhin gesehen habt. Das ist keine Vapor Chamber, es ist eine Heatpipe-Kühlung, die allerdings gut funktioniert. Sorry, ich habe gerade mich verschluckt. Die Lüfter, also einer der Lüfter dreht auf 9000 RPM, der andere auf, ich meine, es waren 7800, 7900 Maximum. Das ist schon ziemlich laut. Es ist wirklich auf dem Niveau eines High-End-Gaming-Laptops. Gut, im 13 Zoll Formfaktor. Also das ist zu erwarten, aber es ist richtig laut. Es ist richtig, richtig laut und das muss man auch wissen. Hier hätte ich mir wahrscheinlich eher eine Art Vapor Chamber gewünscht. Vielleicht den XG Mobile Anschluss nach hinten verlagern oder so.
sodass man mehr Oberfläche für die Kühlung bekommt. Also wir haben ja gesehen, dass links der Lüfter, der eigentlich rechts ist, ne, weil spiegelverkehrt, an der Seite und oben Möglichkeit hatte, Wärme abzuführen. Das könnte man auch auf der anderen Seite machen. Da müsste man halt nur den XGS-Mobile-Anschluss irgendwo anders hin verlegen. Ich weiß nicht, ob das technisch machbar ist. Und dann vielleicht sogar noch eine Vapor-Chamber. Und dafür das Gerät ein Hunni teurer. Ich weiß nicht, was realistisch ist, Asus. Aber da, die Kühlung ist geil, besonders bei dem Prozessor. Nur da könnt ihr noch ein bisschen was rausholen. Dann hatte ich ein massives Problem. Softwarezwang zur Steuerung. Genau wie beim X13, schon beim Z13 und beim X16 hat auch das X13 das Problem, dass man alles wie die Power Limits, die einzelnen Stats und sowas, das Aktivieren der externen Grafikkarte, man braucht irgendeine Software. Und ich möchte wirklich lieber ein Profil im BIOS haben, wo ich einstellen kann, die CPU darf jetzt wie bei jedem Desktop von bis. Ihr könnt das Maximum ja begrenzen, Asus. Das ist aber auch grundsätzlich ein Problem bei allen Laptops. Ihr sagt doch, euer Gerät darf bis, ich spinne jetzt mal rum, 130 Watt auf der CPU und nochmal 150 Watt auf der GPU. Warum kann man das übers BIOS nicht einstellen? Ne? Zudem, es wird auch nicht sauber angezeigt in der Software, das habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, welches Power Limit in welchem Power Stat überhaupt für die XG Mobile aktiv ist. Denn die 150 Watt habt ihr nur im Turbo-Modus, ansonsten seid ihr auf 115 begrenzt. Reicht auch für die meisten Szenarien. Aber das hätte ich gerne mal wo angezeigt. Und Punkt 6, da bin ich fast ausgerastet. Denn das Gerät hat vier Makrotasten oben, wo man Lautstärke, leiser, lauter, Mikrofon muten, super Funktion, und das Öffnen der Armor Create Software einstellen kann oder etwas anderes drauf belegen kann. Ist super, finde ich top. Aber wenn dann ein Zwangsupdate der Armor Create über den Microsoft Store kommt und man diese Tasten nicht mehr programmieren kann, dann ist das Mist. Ich persönlich habe jetzt das Gerät so eingestellt, dass ich den G-Helper benutze. Aber das waren so die sechs Kritikpunkte. Die mögen jetzt für den einen oder anderen teilweise sein wie BIOS, juckt mich nicht, Balkensupport. Ja, okay, hast einen Punkt, dann installiere ich halt neu. Mit dem Trick, ja, Google regelt, Hotaru. Nee, ich habe dazu keine Information gefunden. Ich musste das selber ausprobieren. Ich habe 18 Mal die Windows-Installation geschrottet, bis ich rausgefunden habe, was ich minimal machen muss, damit der Trick funktioniert. Also minimal bedeutet, ihr nehmt euch die Software und installiert einfach die alten Treiber komplett manuell, jeden einzelnen Treiber. Dann geht's auch. Ihr müsst aber dran denken, euch dieses Ding zu sichern und das kriegt ihr nicht einzeln runtergeladen. Das heißt, ihr müsstet quasi die Recovery-Image machen, was 4, 5 Stunden braucht, warum auch immer. Und dann müsstet ihr nochmal eine euch die Daten sichern und eine Windows-Installation machen. Gut, okay. Laute Lüfter, wenn jetzt die meisten sagen, es ist ein 13-Zoll-Gerät. Sage ich ja auch. Lautstärke ist bei diesen Laptops immer die Sache. Es gibt keinen Silence-Laptop mit Desktop-Performance. Das ist einfach physikalisch nicht möglich. Außer das Ding ist, weiß ich nicht, wobei doch, es ist möglich. Man kann tatsächlich eine AIO an so ein Ding anschließen. Aber der Hersteller macht anderen Schwachsinn, den mir nicht gefällt. Deshalb ist er raus. Und die Dinger sind auch nicht leise, die sind auch ziemlich laut. Zwangs-Software-Steuerung, ja, hey Hotaro, ich liebe es, 500 Programme auf meinem Rechner zu installieren, um zu sagen, dass Windows 11 Müll ist, weil Windows 7 das beste Betriebssystem aller Zeiten ist. Da kriege ich jedes Mal einen kleinen Schlaganfall, weil wenn ich das höre. Leute, müllt bitte eure Systeme nicht so zu. Je mehr Müll im Hintergrund läuft, je langsamer werden die. Gut. Das war's soweit mit der Kritik. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu kritisieren. Der Rest, wie mit der schlechten Kamera, gut, habe ich jetzt nicht aufgeführt, habe ich am Anfang gesagt. Das ist halt so. Man kann ja auch eine gute anschließen. Ich habe ja auch eine 4K-Kamera angeschlossen. So, der Lieblingsteil des Videos. Der, wo ich euch nochmal richtig nerven kann. Nein, Spaß beiseite. Das Fazit.
Was mein Fazit? Gut, mein erster Punkt ist, ich bin definitiv, ja, ich bereue es, dass ich das Z13 gekauft habe. Nicht, weil es ein super Gerät ist, sondern wegen der 16 GB Arbeitsspeicher. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass mir die 16 GB Arbeitsspeicher so krass zum Verhängnis werden. Für Hogwarts Legacy, wegen Abstürzen und auch beim Videoschnitt, wegen einfach grundsätzlicher Performance, sind 16 GB definitiv zu wenig. Man könnte tatsächlich mit beiden Geräten wahrscheinlich streamen, in Full HD, das sollte möglich sein. Nicht unbedingt mit der 4070 und 4060. Lieber mit der 4090, also mit dem Desktop-Dock-Modul, weil ihr da einfach die volle Power und Kühlleistung nur für die CPU habt. Ja, damit würde es eher gehen. Und Fazit Punkt Nummer 2, ich bin halt nicht so wie die meisten. Ich bin halt wirklich ein Hybrid-Nutzer. Mag auch sein, dass ich ein Hybride bin. Ne? Wer meinen Avatar komplett kennt, weiß ja, ich bin ein Fuchs mit drei verschiedenen Cattails, also Katzenschwänzen. Somit auch die drei Aspekte, die ich bevorzuge. Ich möchte ein System haben, was im Desktop ordentlich Performance hat. Einige würden sagen, den Doppelwumms. Sorry für den schlechten Witz. Dann möchte ich unterwegs die Möglichkeit haben, in Spielen, die ich leider nicht spiele, weil ich glaube, ich bin zu alt dafür, Fortnite und Valorant und CSGO. Ich habe mal das Ur-Counter-Strike gespielt. Ja, ich bin alt. Da habe ich dann halt mit der 4070 ordentlich Performance, auch bei entsprechend Akkulaufzeit, da hat man wirklich mal eine Stunde Fun. Aber meistens möchte ich dann unterwegs eher Medienkonsum und einfacher arbeiten. Und da wären schon, da ist energiehungrige Hardware und energiehungrige Ressourcen wie eine 4070 natürlich von Nachteil. Auch wenn sie nicht wirklich ausgelastet wird und auch in der Hybrid-Modus, im Energiesparmodus ist, nein. Sie verbraucht trotzdem irgendwo Strom, den ihr dann später nicht mehr habt, der euch aber auch nicht wirklich was bringt. Deshalb ist es absolut genial, diese Technik. Ihr habt eine super potente iGPU, die sogar für Browserspiele ausreicht, wenn man 30 bis 40 FPS ausreichend hat. Einige Spiele laufen sogar mit 60, das sind dann aber eher sowas wie Schach oder sowas. Ja, das sind die Microsoft Games. Ja, aber ich habe super Akkulaufzeit. Unterwegs ein bisschen Spaß, eine okay Akkulaufzeit beim Zocken, aber beim Desktop-Betrieb richtig schön Performance, wo ich nicht sagen muss, ah, ich brauche jetzt verdammt nochmal einen neuen PC oder eine dickere Grafikkarte, das reicht nicht. Man muss einen Kompromiss machen, ja, dafür ist es ein 13-Zoll-Gerät und kein 50 Kilo schwerer PC-Trümmer. Ja, ich habe auch schon 50 Kilo schwere PCs zusammengebaut. Mit Custom-Wasserkühlung, ja, mit Wasser. Stahlgehäuse. Uah, furchtbar schwer das Ding, mein armer Rücken. Ja, was kann man noch als Fazit sagen? Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt auf ein anderes Video eventuell spoiler, das X13 hat gewisse Probleme nicht, die das Z13 hat. Und ich verstehe nicht, warum es diese Probleme hat. Aber das werde ich euch im Vergleichsvideo dann später genau sagen. Zudem, man muss mit der Kameraqualität leben können. Es ist wirklich eine Full-HD-Kamera mit einer Bläh Qualität. Einfach nur Bläh. Das ist das Einzige, was es wirklich beschreibt. Bei gutem Lichtverhältnis, vielleicht sogar mit dem Ringlight und ähnlichem. Okay, kann man für ein Meeting machen. Als Streamer, bitte benutzt nicht diese Kamera. Bitte. Bitte. Ernsthaft. Benutzt nicht diese Kamera für sowas. Windows Hello funktioniert allerdings ganz gut. Zum Einscannen von Texten ist die Kamera auch ungeeignet, weil es halt ein 360-Grad-Laptop ist und kein Tablet. Da kann man aber mit dem iPhone oder mit dem Handy ein Foto machen und sich das per OneDrive rüber schicken. Das geht einfach. Oder mit dem Kabel drüber transferieren. Das ist, ja, ganz ehrlich, fast jeder von uns hat ein Handy, der auch einen Laptop hat. Also da ist jetzt nicht wirklich das Problem. Man muss halt auch dieses Hybrid-Feeling leben. Ich bin auf jeden Fall von dem Gerät deutlich begeisterter. Und das liegt nicht nur daran, dass ich ein AMD-Fanboy bin, der auch auf Nvidia steht, aber nicht, weil Nvidia die besseren Preise hat oder die absolut besseren Produkte. Nein, weil die meisten Applikationen, die ich benutze, einfach für Nvidia besser optimiert sind. AMD könnte genauso schnell bis schneller sein, aber ohne die Optimierung. Bestes Beispiel: Blade & Soul.
Sowohl bei Unreal 3 als auch bei Unreal 4. Nvidia-Nutzer waren da einfach ein bisschen gekniffen. Also schon, Nvidia-Benutzer waren schon genau verdreht bei Scheibenkleister. Nee, Nvidia-Benutzer waren da bevorteilt, weil die ganze Sache einfach auf Nvidia besser optimiert ist. Außerdem habt ihr ja auch die Features wie den Rausch- und den Hallunterdrückungsfilter, den ich hier für dieses Video benutze. Ihr habt die Studio-Features. Ich mag einfach Nvidia als Grafikkarte und AMD als CPU. Dafür kann man mich jetzt steinigen oder verbrennen. Aber ich weise nochmal darauf hin. Wir Hexen brennen schlecht. Gut, das war's auch schon zum Fazit. Ich empfehle euch natürlich, wenn ihr nochmal, wenn ihr einen Gaming-Laptop haben möchtet, Kompromisse eingeht, aber quasi sowas wie Microsoft Surface Pro zum Klappen mit ordentlich Power haben wollt, jeweils nach dem, was ihr haben wollt. Als Tablet das Z13, als Laptop definitiv ist das X13 eins der besten Convertible X 13 Zoll Laptops, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Jo. So viel zu meinem Fazit. Ich bin mal gespannt, was ihr für Meinungen dazu habt. Ihr dürft mich aufbauen als auch zerreißen in den Kommentaren, aber bitte mit sachlicher Kritik. Irgendwelche Beleidigungen werden wahrscheinlich von YouTube gelöscht, also übertreibt es nicht mit dem Beleidigen, ne? Dankeschön. Zum Schluss, danke, dass ihr das Video durchgestanden habt. Sorry, wenn es wieder mal deutlich zu lang geworden ist. Ich kann mich leider nicht kurz fassen. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.